Tja, ein Ford Ranger. Das Auto ist Baujahr 2017. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den von 2018, der schon sehr rostig war. Gut, der hatte 243.000 Kilometer runter. Dieser hier war bei mir gewesen, um eine Nachkontrolle zu machen von der Versiegelung. Diese Nachkontrolle, also das Auto hatte nicht ich versiegelt, sondern das ist nach dem Kauf versiegelt worden. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, weil wenn ich das so hier mal kurz zeigen darf, nur von der Seite, und hier sieht es noch ein bisschen wilder aus, haben wir uns dazu entschieden zu sagen, naja, mit einer Nachkontrolle ist es hier nicht getan, sondern wir müssen den nochmal machen. Wir heben den dann gleich hoch, wollte jetzt nur hier gucken, wie viele Kilometer der jetzt runter hat. Und aha, und zwar hat der 50.227. So, da war der Akku leer. Also, mal gucken, ob wir es noch eingefangen kriegen. Genau, also 50.227 Kilometer. Das sind ja 193.000 weniger als jeder andere. Und eine Versiegelung. Jetzt gucken wir uns den einfach mal an, wie er von unten aussieht, was uns erwartet. Und dann sehen wir weiter. Ford Ranger, aber es ist jetzt auch ein normaler Ford Ranger, kein Raptor oder so. Limited ist es. Ja, dann gucken wir mal. So, da ist er oben. Und ich habe die Räder schon mal abgemacht, sieht man mehr. Also ich weiß ja jetzt nicht, wer das gemacht hat, diese Versiegelung, und womit. Aber hier sieht man schön, dass auch diese Versiegelung irgendwie hart geworden ist und abplatzt. Ja, also es ist auf jeden Fall was gemacht worden, klar. Aber hier, ja, sieht man halt, dass das jetzt nicht so das Wahre ist, ne? Auch hier, guckt mal. Da ist es halt praktisch schon abgeplatzt. Ich sage, man merkt schon, dass was drauf ist, aber hier siehst du überall, wie das runterging. Man weiß auch jetzt nicht, wie die Vorbehandlung war von den Schweißnähten. Ja. Ich sage, drauf ist was, merkt man auch. Und hier haben wir es ja gesehen gehabt. Ich sage mal so, im Vergleich zu dem anderen mit 200.000 Kilometern mehr, das ist ähnlich, ne? Also ich meine, es ist auf jeden Fall die ganzen Schweißnähte, da kommt es überall durch, ne? Es ist halt, ja, Hohlraum habe ich hier oben gesehen, guck, da sieht man praktisch, wie in den Hohlräumen auch richtig was drinne ist, und der Besitzer sagte auch, dass hier, ja doch, da ist was drin, auf jeden Fall. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Rein. Ja, da ist auf jeden Fall was drin. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann muss man sagen, ja, hier sieht man es. Hier, guck, da ist so richtig Zeug drin. Super. Ja, auch viel. Ja, hier ist ein Tropfen. Und ja, das ist auch so eine fettige. Das ist ein gutes Zeug. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß leider nicht, was es ist. Aber es ist klebrig. Für einen Hohlraum sehr gut. Ach so, nee, das ist ja nur das Blech, das nehmen wir wieder runter. Aber hier sehe ich, das ein bisschen trocken drin. Ja, wir gehen sowieso mit der Hohlraumkamera durch. Schauen wir mal, wenn irgendwo was fehlt. Aber hier drin ist alles okay. Da ist tatsächlich was drin. Super. Da, wo halt drin ist und wo nicht notwendig, da wird auch nichts gemacht.
Ich hab mal gesagt, was die neuen Fahrzeuge vom Ford kosten. Gut, das waren Raptoren, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Die haben halt hier hinten nicht die Achse. Aber guckt mal hier. Ja. Und da sagte er auch schon, das ist ihm ein bisschen viel. Aber meine, wer so einen Traum hat, so ein Auto zu fahren und sich den verwirklicht, ja, der muss, und wir erhalten den Traum, das ist halt leider nicht umsonst. Aber gut, werden wir soweit alles hinkriegen. Na? Ja, der ist gar nicht genietet, sehe ich gerade. Entweder ist das verändert worden bei der letzten Sache. Aber das sehen wir dann, wenn ich alles abgeschraubt habe. Also im Rahmen ist man sehr viel Nadeln. Ja, Auspuff werde ich auch hier abmachen. Und ein ganz kleiner Hinweis. Hier seht ihr die Harnstoffeinspritzung. Und da seht ihr was dran, so ein weißes Zeug. Hier, das ist im Prinzip so diese Ausflockung. Also ist nicht ganz dicht. Hier wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann soweit sein, dass da die Motorkontrollleuchte angeht und der was sagt. Dann einfach dieses Ding hier rausschrauben, diesen Einspritzdüse oder was das da ist. Ja, und in destilliertes Wasser rein. Ohne Kratzen, nichts Scharfes oder irgendwas dran machen. Ein ganz normales destilliertes Wasser, bis die wieder richtig sauber ist. Wieder reinbauen und alles ist gut. Gut, okay. Also, dann baue ich den jetzt mal weiter auseinander und fange an zu nadeln. Ah, siehst du hier, das. Ich weiß nicht, was, wie gesagt, wie die Vorarbeit war, keine Ahnung. Aber es ist was gemacht und ich denke mal, ja, hat schon ein bisschen was gebracht. Aber wenn man jährlich nachkontrollieren würde, denke ich mal, würde es mehr bringen. Ne? Gut. Dann mache ich mal weiter. So, 2 Stunden später ist alles zerlegt. Ja, hier sieht man praktisch hier oben drauf, da ist nichts passiert. Hier ist die Standheizung nachgerüstet worden. Da muss man auch oben drauf gehen. Hier hinten, die waren allerdings, das habe ich gesehen, weil die Nieten hier waren ersetzt durch Kunststoffklipse. Und hier ist auch schön Zeug drin, was ja gut ist. Nur hier ist nichts drin. Ne? Also da müsste man auch was reintun. Ja, okay. Dann sieht man halt hier überall, ja, Schmutz halt, das ist normal. Und den Rost, ne? Ja, das sind diese Blättchen. Ja, die machen auch keinen Sinn mehr, weil wenn die unterrostet sind, dann fliegen die auch davon. Ja, schade. Aber gut, so ist das. Wie gesagt, hier vorne. Ja, da ist es doch schon offen, drüben noch nicht. Ja, die Gummis, die hier so drauf sind, das sind die Dinger. Das sieht man auch, ja, die sind mit besprüht. Also da, die waren jetzt nicht unten. Die gehen auch ein bisschen bekloppt runter, aber naja, gut. Man muss dann halt hier dahinter halt zumachen. Und damit hier nicht so viel reinfließt oder fliegt. Aber trotzdem muss man die abmachen, weil hier oben drauf, sieht man das? Ja, das muss gemacht werden. Weil diese Schweißnähte hier oben auch rosten. Deswegen müssen die runter, auch hier, guck mal, hier, das ist extrem, ne? Ja, und so würde der halt überall aussehen, wenn nichts drauf gemacht worden wäre. Weil hier ist nichts drauf gemacht worden und das, obwohl, das ist in einem geschützten Bereich, ne? Kommt noch dazu. Naja. Gut, okay, dann fange ich jetzt mal an, pack den Nadler aus und lass die Nadeln tanzen. Das wird auch ein paar Stunden dauern. Ja, ich bin jetzt am Nadeln, muss ich noch mal kurz dazu holen. Also hier, das sieht man,
das klare Wachs, was drauf ist, oder das ist kein Wachs, das ist irgendein, weiß ich, was das ist. Auf jeden Fall härtet das aus, ne? Und hier sieht man, wie das dann abblättert. Hier überall. Also das ist jetzt nicht so ein geeignetes Mittel. Hat zwar auch schon was gebracht, aber wenn ich jetzt hier runternadel, da seht ihr das. Na, mir ist es auch besonders hier aufgefallen. Das bestärkt mich jetzt wieder in meiner Aussage, die Grundvoraussetzung ist eine gute Basis für eine gute Versiegelung. Das Drübersprühen ist das Wenigste. Ja, immer wieder. Das Vornadeln, dann das Eisstrahlen, dann gucken, wo nochmal genadelt werden muss, dass das sauber ist. Dann mit dem Primer und mit dem ML, der dann halt auch überall reinkriecht, ja. Auch hier sieht man so, da ist drüber gesprüht, aber hier, da ist halt über diese Kante ein bisschen gesprüht worden, aber es kriecht nicht rein, es versiegelt nichts. Da fängt es halt an oder da geht es halt weiter, weil das Auto wird ja schon eigentlich rostig ausgeliefert. Und da einfach nur drüber sprühen, ja, das bringt ein bisschen was, aber nicht genau an den Stellen, ja. Und auch deswegen nadle ich neue Autos auch. Ja, diese Schweißnähte, die nadle ich auf, weil hier sieht man's, hier sieht man warum, ne? Und das ist eben die Hauptarbeit. Das ist auch das, ja, was es dann halt auch teurer macht, weil wir sind da viele Stunden dran, um das hier aufzunadeln, zu entrosten, eine vernünftige Basis da zu holen oder zu schaffen, damit die Versiegelung dann auch ihren Sinn hat. Ja, es nützt ja nichts, wenn wir jetzt hier einfach draufsprühen, das sieht zwar zu Anfang ganz gut aus, aber es ist halt, ja, es ist dann halt kein richtiges Fundament. Und das ist A und O, das ist das, was halt auch teuer ist, ne? Die Arbeit, die muss bezahlt werden. Wenn hier ein komplett entrostetes Auto kommt, wo ich nur drüber sprühen muss, ne, dann ist das eine ganz schnelle Sache. Oder auch bei ganz flammneuen, wo wirklich nichts dran ist. Aber wir haben ja mittlerweile viele neue Autos gemacht und da ist immer was dran. Ja, die sind zwar günstiger, klar, weil dann hier sowas nicht ist, aber Leute, das ist eben das, was Geld kostet. Ja, hier den ganzen Rahmen nach hinten, die ganze Achse, das muss alles noch genadelt werden. Ich habe jetzt hier schon genadelt, das ist überall in die ganzen Ecken und Winkel, da kommt man ja auch nicht überall hin. Na, und da, das ist eben das Problem dann. Na gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Weil, wie gesagt, in letzter Zeit, es ist immer mehr um Preise, Preise, Preise gegangen. Ich meine, klar, wir müssen alle gucken, wo wir bleiben. Das verstehe ich auch, um Gottes Willen. Es wird alles rundherum teurer. Aber hier, wenn man das sieht, ne, das ist ein Haufen Arbeit. Okay, dann mache ich weiter. Genug gelabert. Es ist ziemlich laut, weil wir jetzt nachdenken und der Kompressor läuft, aber es ist echt der Wahnsinn. Wie doch
sich der Rost reingeschlichen hat. Trotzdem, dass da was drüber gemacht wurde. Ich habe das vorhin schon mal gezeigt. Das ist so ein klarer Hartwachs, ist das wahrscheinlich hier. Guck, das streutet ab. Das ist gar kein, ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist das was, ja, halt was Hartes. Und für solche Sachen, Unterboden und Öl, oder Unterboden, also es muss fettbasierend sein, Öl und fettbasierend. Seilfett, klar, das ist das Beste, aber es ist dann halt auch nicht grifffest. Es gibt aber diese grifffesten Mittel, die wir dann halt auch haben, in den Hohlräumen selber. Auch hier, das sieht man, das ist richtig schön fettig und fließt auch noch, das ist gut. Also da ist kaum bis kein Handlungsbedarf, das ist die halbe Miete. Da hoffe ich, dass der in den Hohlräumen nicht gerostet ist. Und dann kriegt man den so weit hin, dass der auch noch viele, viele Jahre da keine Probleme bekommen wird. Okay, wir machen mal, oder ich mache mal weiter, meine Frau, die ist ja voll dabei. Ja, nun seht ihr das Ergebnis von heute, nicht so berauschend, sehr viel Rost, ja, in den Ecken. Von oben sieht es zum Teil noch schlimmer aus, hier und auch hier, na, sieht man es, ich weiß es jetzt nicht, aber wir haben noch was entdeckt bei dem Auto. Und zwar, da, seht ihr das? Hier, da fehlt ein Stück von der Feder, die geht nämlich normalerweise hier noch rum bis dahin, die ist gebrochen. Ja, habe ich dem Besitzer jetzt schon gesagt, er hat ja noch Garantie, das glaubt man nicht, oder? Der hat eine Garantieerweiterung gekauft, was ja gut ist. Aber, Mensch, guckt euch den Rost an. Boah, ich weiß es nicht. Es ist ja schön für uns, da haben wir immer viel Arbeit. Aber guckt mal nur jetzt hier das Nadeln, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir sehen es ja jetzt nur gerade von unten. Ne? Also es ist ja wirklich an jedem Teil, an tatsächlich jedem Teil hier. Mal grad gucken, so sieht man es besser. Hier überall, hier unten. Na, hier. Ja, das sind heute, ich glaube insgesamt, weil wir haben es zweit genadelt, 8 oder 9 Stunden schon drauf gegangen, nur für das Nadeln. Und das hat halt alles seinen Preis. Ne? Und es muss gemacht werden, weil wenn wir es nicht tun, dann hat das keine Basis. Und dann sieht er nach 5 Jahren auch wieder so aus. Und das soll es ja nicht. Ja, es ist halt schade, weil, wie gesagt, der ist ja gemacht worden und ist tatsächlich von innen auch, sieht man hier schön, ja, ein bisschen sieht man es da durchschimmern. Die Hohlräume sind gut gemacht, muss ich sagen. Ja, hier sieht man es, da kam es raus, auch in den Hohlräumen. Hier natürlich jetzt nicht, das ist wieder so eine Sache, wo ich dann machen muss auch und mache ich auch noch. Aber so ansonsten. Ja, es ist halt die Vorbehandlung, die hat gefehlt. Na, wir hätten halt, wenn er neu gewesen wäre, wie das üblich ist, die Schweißnähte alle geprüft und aufgenadelt und dann gepreimert, dass da eine vernünftige Grundierung drunter ist und dann wäre das nicht so. Das ist sicherlich, das eine oder andere kommt durch, das kann man nicht verhindern. Aber hier ist so extrem, wie halt, als hätte man gar nichts gemacht, zum Teil. Das ist halt schon schade. Ja, ansonsten normalerweise diese Grundierung hier ist ja nicht UV-beständig. Also hat das wohl doch schon was geholfen auf jeden Fall. Weil ich habe Ranger gesehen in diesem Alter, da hat man nichts mehr von schwarz gesehen. Da waren die von vorne bis hinten wirklich tatsächlich
rostig, mit so einem Rostbelag, mit so einer Patina. Ja, auch hier, guckt mal, das ist schon heftig, ne? Naja, das ist halt das Auto. Das wird nicht mal ich hätte jetzt fast gesagt, im Dschungel, im Offroad-Bereich genutzt. Na, das ist halt ein Traum, den sich der Besitzer da verwirklicht hat. Hat lange gespart, sich das Auto gekauft und ist nur so zufrieden und freut sich. Fährt sich ja auch gut, ist ja keine Frage. Die Technik und Design war fort immer mit vorne dabei, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ein paar kleine Motoren, ein paar Ausrutscher. Aber beim Rost sind sie halt auch vorne mit dabei. Tja, jetzt habe ich wieder 4 Minuten gequatscht. Muss noch mal dazu sagen, also normalerweise, so wie die Autos gebaut sind, nicht nur Ford, sondern allgemein, sind die normalerweise nicht im Freien zu verwenden. Also, das ist nicht dafür gedacht. So baut man nichts, was draußen im Freien der Witterung ausgesetzt ist. Normalerweise. Gut. Dann mache ich jetzt Feierabend. Bis morgen. Und für euch bis gleich. Eisstrahl. Ich habe schon angefangen, ich bin schon ziemlich durch. Die Fläche sind auch schon gemacht. Und da habe ich gemerkt, Mensch, ich habe ja euch noch gar nicht dazugeholt. Ja, hier sieht man einen Unterschied. Dem, wo gestrahlt ist und von dem, wo noch nicht gestrahlt ist. Da wird es schon deutlich. Ja, feucht ist es. Muss man dann gestrahlt und gestrahlt. Hier oben ungestrahlt. Gestrahlt. Ja. Also wie gesagt, ich habe da jetzt schon einiges gemacht und muss aber noch ein bisschen was machen, aber meine Frau ist nicht da und alleine ist das immer schwierig. Ach, schon wieder überall Dreck. Da muss ich da noch mit dem Lappen drüber. Seht ihr das? Das ist, weil es irgendwie ja, so nass ist und das staubt wie sonst was. Ja, das muss ich dann noch mal mit dem Lappen machen. Das ist halt blöd, ne? Gut. Aber nicht zu ändern. So, ich mache das noch fertig. Dann gucken wir uns noch mal an.
Ja, ein ungewöhnlicher Anblick für einen Ranger Raptor. Nee, für einen Ford Ranger. Nicht Raptor, das ist kein Raptor, sondern ein Ranger. Ne? Grau. Ja, ich habe das graue Carline Roststopp-Primer genommen, weil der ein schwarzes Premium-Wachs bekommt. Er bekommt diesmal kein Metallic, sondern er soll schwarz werden. Deswegen nehmen wir das Premium-Wachs. Und das graue Carline, das rinnt aber auch ganz schön ab. Ja, hat man gerade wieder einen Tropfen gesehen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie dünner, finde ich, als das Schwarze. Das Schwarze, das haftet besser. Und das rinnt halt ab. Ja, jetzt ist er soweit gemacht. Das ist auch nicht ganz grau. Das ist teilweise, ja, hier sieht man es. Das guckt noch das Schwarze durch. Das ist so ein bisschen transparent. Also da oben, da ist ziemlich viel drauf, wo es dann runtergelaufen ist. Also so 100% deckend ist es nicht. Aber es entfaltet seine Wirkungen. Das ist ja das Wichtige. Na? Ja, hier sind ein paar schwarze Sprenkel drauf, weil ich habe ja hier hinten die Anhängerkupplung. Das darf nicht wahr sein. Ja, die Anhängerkupplung in schwarz gemacht, logischerweise, weil man die ja sieht. Das, was ihr gerade gesehen habt, das werde ich jetzt noch machen. Und dann mache ich nämlich Feierabend. Wir sind nämlich heute ein bisschen im Verzug. Wir hatten Besuch aus... Ich muss gerade hier das Licht ein bisschen ausmachen, das wird mir sonst zu hell. Und das auch. So, ja, wir hatten Besuch aus Bad Tölz. Der Alexander mit seiner Frau war hier. Vielen Dank für den Besuch und beste Grüße nach Bad Tölz. Was es für eine Bewandtnis hat, werden wir vielleicht irgendwann mal in irgendein Video erwähnen. Und ja, wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem Heimweg, haben sich extra auf den Weg gemacht, heute den Tag hierher zu kommen. Und sind dann wieder nach Hause gefahren. Gesagt, was das für eine Bewandtnis hat, das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Aber da werden wir berichten. Ja, in diesem Sinne erstmal für heute Schluss. Wir sehen uns morgen. Nee, gleich. Also, ich mache jetzt Feierabend. Und wir sehen uns gleich beim ML. Und dann gucken wir nochmal in die Hohlräume, weil die Hohlräume sind ja gemacht. Und ich hoffe... Alles ist gemacht, weil was nicht gemacht ist, müssen wir auch noch machen. Also alles ist sowieso nicht gemacht. Ich hatte das ja schon mal da oben gesehen, was hier in dem Loch, Moment, haben wir gerade wieder Licht, hier in dem Loch drin, da war nichts. Aber ansonsten in den Hohlräumen war eigentlich reichlich gewesen, ist auch noch rausgekommen. Gut, alles klar, ich mache jetzt Feierabend. Wir sind nach Hause. Ich habe noch einen Kaffee getrunken und dann ist Schluss für heute. Alles klar, also wir sehen uns bis gleich beim ML.
So, der Ford Ranger ist jetzt versiegelt. Und ist schwarz. Ja, ganz frisch. Das Premium-Wachs ist drauf. Ja. Hier sieht man dann auch so ein bisschen die Spuren, wenn ich da mit der Hakendüse reingehe, damit ich den Träger auch von oben erwische. Ja, also es wird mit der Hakendüse und der Verlängerung gemacht, dass man praktisch dann da oben auch die Versiegelung drauf hat. Ja, und da bin ich auch gleich beim Punkt der Ranger. Das ist halt, der ist deswegen ziemlich teuer zu machen, weil das ist alles ziemlich verwinkelt in diesen ganzen Eckchen. Hier musst du dann auch wieder eine extra Düse, dass du praktisch hier oben drauf kommst, dass du das alles machst. Ne? Also sieht man es? Ja, ein bisschen, denke ich mal. Ja, das ist halt alles sehr verwinkelt verbaut. Und ich will jetzt nicht sagen schlecht, um Gottes Willen, also das liegt mir ganz fern. Der ist gut gebaut, keine Frage, aber halt sehr verwinkelt und viele Ecken und viele Kanten durch diese robuste Bauweise halt auch eben und durch diese Rahmenbauweise. Ja, die macht das dann nicht unbedingt leichter, an alles dran zu kommen. Und deswegen sind die Ranger recht teuer in der Versiegelung. Ich brauche, wie gesagt, die doppelte Zeit für, das ist, ich habe gedacht, die habe ich was vergessen, aber nee, das ist der Gummipuffer für den Reservereifen. Man braucht halt tatsächlich die doppelte Zeit fürs Versiegeln. Und hier, da ist noch nicht mal fertig. Guck dir das an. Eieiei, da habe ich einen Streifen vergessen. Siehst du, hier rundherum, da guckst du, machst und tust und siehst genau das hier vorne nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Ich meine, die Pistole ist ja noch angeschlossen. Da wird jetzt nochmal einer drüber gezogen. Und dann ist das gut. Ja, so sieht er jetzt erstmal aus. Versiegelt. Dann wird er jetzt erstmal trocknen gelassen. Dann werden die ganzen Sachen runtergenommen und 4010. Beziehungsweise ich kann auch oder nehme dieses Premium-Wachs nicht. Dieses hier, das Permanent-Wachs. Ja, das ist im Prinzip auch wie dieses 4010. Das ist praktisch für Lackschutz für LKW und Landmaschinen, schwer entfernbar und ist hitzebeständig, genauso wie das 4010 bis 200 Grad. Also dann von Carline, das wird in der Art dasselbe sein. Das nutzen wir für Nutzfahrzeuge normalerweise, um Kranaufbauten und sowas zu versiegeln. So, ja, hier habe ich auch noch einen kleinen Punkt. Die werde ich jetzt nochmal nachgehen. Dann wird er auseinander bzw. die Abklebung entfernt. Ja, und dann zeige ich euch, wie er fertig ist. Türen werden natürlich auch noch gemacht, Türen, Motorhaube. Ja, okay. Ja, da strahlt er. Der Ford Ranger im Glanze. Wurde so ein bisschen verschmutzt. Also, ehrlich, die Kabine hier, diese anderthalb Kabine, ja, da hast du hinten zwei, naja, Notsitze drin, also richtige Erwachsene können nicht drin sitzen, gefällt mir am besten, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja im Prinzip ein Fahrzeug, was eigentlich ein Nutzfahrzeug ist und kein Familienfahrzeug, klar, gibt es den auch mit den vier Türen. Ach, so gefällt er mir am besten, so macht er echt was her. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so findet oder ob ihr den Ranger mit den vier Türen besser findet. Ich finde den hier klasse, also vom Optischen her. Naja gut, aber ja, das ist jetzt eigentlich nicht das Thema. Das Thema ist jetzt hier unten, ne? Unterbodenversiegelung ist fertig. Und so sieht er aus. Das Reserverad muss noch dran. Das habe ich jetzt noch nicht dran. Das kommt dann zum Schluss noch drauf. Aber so sieht er jetzt aus. Ist gut gelungen. Alles wieder zusammengebaut. Der hat hier, der ist schwarz unten drunter, der hat eine Beschichtung mit dem Carline Premium Wachs in schwarz bekommen. Das ist echt ein super Mittel. Es ist halt schwarz, nicht Metallic. Metallic ist natürlich noch besser, das ist so richtig
ja, richtig für einen harten Einsatz. Der wird jetzt nicht so geprügelt im Gelände. Und deswegen hat er hier auch auf Wunsch, weil es schwarz sein sollte, dieses Premium Max bekommen. Ja, ich sag mal wieder Dankeschön fürs Reinklicken. Danke für Abos und für Likes. Auch für Kommentare. Sagt, schreibt mal ein bisschen was drin, wie ihr das findet mit der Kabine, ob das okay ist oder ob ihr eine andere Meinung habt. Also ich finde, die Kabine ist so schöner als die mit vier Türen. Das macht was her. Ja, okay. Dann das Abo nicht vergessen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Kostet euch nichts. Es gucken halt immer ziemlich viele, die dann einfach nicht abonnieren. Ist eigentlich schade, aber naja, wäre cool, wenn wir da noch ein paar mehr Abos, ein paar mehr Leute zusammenbekommen würden. Das wäre schon ganz klasse. Also wie gesagt, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das nächste Auto ist ein BMW, bin ich der Meinung. Ich glaube ja, ein BMW. Gut, also dann, wir sehen uns. Servus und ciao.